Versteckte Funktionen in Draw. Teil 4: Objekte, Anordnung und Ausrichtung. Öffnen Sie Draw und öffnen Sie die bestehende Arbeitsdatei drawobjekte.odg. Ändern der Anordnung von Objekten. Die Anordnung bezieht sich auf die Ebenenlage, das heißt, welches Objekt liegt über welchem Objekt. Sie werden nun die Anordnung von Objekten ändern. Klicken Sie die Folie 9 an. Wählen Sie im Menü Ansicht Seitenleiste, Steuerung plus F5, die Seitenleiste. Scrollen Sie in der Seitenleiste nach unten zu Position und Größe. Dort finden Sie die Möglichkeiten für die Anordnung von Objekten. In der Seitenleiste sind die Symbole Anordnung in der Reihenfolge ganz nach vorn, nach hinten und ganz nach hinten. Oder in der Symbolleiste Standard wählen Sie bei dem Symbol Anordnung den schwarzen Pfeil. Klicken Sie auf ein Objekt, zum Beispiel den Kreis. Nun haben Sie die Möglichkeit, ein vorher ausgewähltes Objekt in der Anordnung zu ändern. Ein ausgewähltes Objekt kann ganz nach vorn, weiter nach hinten und ganz nach hinten gestellt werden. Ziehen Sie das Menü nach unten, damit es schwebt. Spielen Sie jetzt die einzelnen Anordnungen durch. Sie werden nun Objekte in Ihrer Position ausrichten. Dazu muss im Menü Extras, Optionen, LibreOffice Draw, Raster ein Häkchen gesetzt sein bei Fangen an Fanglinien. Das Einrasten von Objekten an Fanglinien kann im Menü Extras, Optionen, LibreOffice Draw, Raster mit dem Wert bei Fangbereich, zum Beispiel 20 Pixel, unter Umständen verbessert werden. Klicken Sie die Folie 6 an. In der Symbolleiste Standard wählen Sie bei dem Symbol Ausrichtung den schwarzen Pfeil. Ziehen Sie das Menü nach unten, damit es schwebt. Nun haben Sie die Möglichkeit, Objekte auszurichten, links, zentriert, rechts sowie oben, Mitte und unten. Spielen Sie jetzt die einzelnen Ausrichtungen durch. Bei einem ausgewählten Objekt bezieht sich die Ausrichtung auf die Seite bzw. Folie. Bei mehreren ausgewählten Objekten bezieht sich die Ausrichtung relativ zu den Objekten. Eine weitere Möglichkeit für das Ausrichten sind Fanglinien. Mit gehaltener linker Maustaste vom Lineal aus können Sie eine Fanglinie nach unten ziehen. Es können beliebig viele Fanglinien horizontal und vertikal gezogen werden. Fanglinien können auch über das Menü Einfügen, Fangpunkt, Linie hinzugefügt werden. Es erscheint dann ein Dialog, neues Fangobjekt mit den Auswahlmöglichkeiten Punkt, vertikal oder horizontal und die Angabe der Position.
Mit einem rechten Mausklick auf die Fanglinie kann man die Fanglinie bearbeiten oder die Fanglinie löschen. Über das Menü Ansicht Fanglinien können folgende Einstellungen vorgenommen werden: Fanglinien sichtbar, Fanglinien im Vordergrund, am Raster fangen, an Fanglinien fangen, am Objektrahmen fangen, an Objektpunkten fangen, an Seitenrändern fangen. Wenn die Fanglinien nicht sichtbar sind, haben sie auch keine Wirkung. Nun können Sie Objekte beim Verschieben an der Fanglinie bzw. den Fanglinien einrasten lassen. Fanglinien können auch zum Lineal zurückgeschoben werden. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren.